Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video zeige ich euch wieder, wie man Loombänder mit den Gabeln macht. Das hat euch ja bisher super gefallen und ich mache es auch richtig gerne. Also gibt es wieder was mit Gabeln heute. Ich habe dieses Fischgrätenarmband über 3 Pins gemacht mit den Gabeln. Das ist relativ einfach zu machen, ist ein bisschen fester als das normale Fischgrätenarmband. Und ich habe hier mal 2 Farbvarianten für euch. Einmal mit 3 Farben, das finde ich ganz hübsch. Und das hier ist auch sehr spannend. Dafür habe ich dieses zweifarbige Loomgummi benutzt. In grün und pink ist das. Und das habe ich jeweils als drittes Gummi gespannt und dazwischen immer 2 schwarze. Ich finde den Effekt super schön bei diesem Ergebnis. Also das Band gefällt mir richtig gut. So, und ihr braucht ungefähr 70 bis 80 Loombänder dafür, je nachdem, wie dick euer Handgelenk ist und wie locker oder fest ihr sitzen haben möchtet. Also orientiert euch so 70 bis 80 Gummis, da kommt ihr ganz gut mit hin. Und dann geht's auch schon los mit der Anleitung. Die Schwierigkeit bei diesem Gummi ist, dass ihr genau aufpasst, wie ihr das erste aufspannt. Wenn das richtig ist, dann passiert nichts mehr. Dann kann gar nichts mehr schief gehen. Also ihr spannt es einmal auf der einen Seite über die beiden mittleren Zinken, dann rüber auf die andere Seite. So sieht das Ganze dann aus. Dann hebt ihr es wieder über die beiden mittleren. So sieht das dann aus. Und dreht die beiden äußeren einmal ein. Also einmal rum. Ups, und eine Drehung. Ich zeige es nochmal auf der anderen Seite. Abnehmen und einmal drehen. Ich glaube, auf dieser Seite hat man es eben nicht gesehen. Da zeige ich es nochmal. Ich nehme es nochmal ab. Das Gummi habe ich so, das liegt komplett innen. Und dann drehe ich es einmal und gebe es wieder drüber. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe es hier gedreht auf den beiden äußeren Zinken. Der größte Teil liegt innen und habe es hier um die beiden mittleren. In der Mitte habe ich so ein Dreieck und hier ein kleineres Dreieck und hier die beiden Umschläge. Das ist schon der ganze Trick. Und ich spanne jetzt die Gummis genauso auf, nur ohne, dass ich das Kreuz in der Mitte habe. Also hier den Teil innen liegend, hier außen und über diese beiden. Das Orangene auch. So. Noch einmal zeigen. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt fange ich auch schon mit dem Loomen an. Ich nehme als erstes das Gelbe und loome es über die beiden anderen. Dann nehme ich ein neues Gelbes und loome das Grüne rüber. Als nächstes wieder ein grünes aufspannen. Und jetzt ist das Prinzip wie bei jedem anderen Fischgrätenarmband. Immer das unterste nach oben rüber loomen und ein neues aufspannen. Der Trick ist wirklich nur, wie man das erste Gummi aufspannt. Ihr könnt das natürlich auch mit 3 anderen Pins machen, aber ich finde, es ist immer auf der Gabel sehr anschaulich. Wie gesagt, ich arbeite sehr gern mit der Gabel. So, jetzt kommt wieder ein gelbes nach oben. Wieder ein grünes. So, und wenn man das jetzt nach außen zieht,
sieht man schon das Muster. Man kann das natürlich auch in Regenbogenfarben machen oder ihr macht es wie ich, zwei gleiche und dann ein andersfarbiges. Da kann man sehr schöne Effekte mit erzielen. Ich habe eine ganze Reihe Durchläufe noch gearbeitet. Das Ganze passt jetzt ganz gut ums Handgelenk. Ich habe hier unten schon ein Verbindungsstück dran gemacht, einen S-Haken. So sieht das Ganze von oben aus. Und ich habe als letztes das Gelbe rüber geloomt. Ich mache das nächste Gelbe oben drauf. So. Und loome nun zum Abschluss beide unteren Bänder nach oben. Also das Orangene und das Grüne oder was auch immer ihr für Farben ganz unten liegen habt. Über das Gelbe drüber loomen. So. Und hier auch. So sieht das Ganze dann aus. Und dann gebe ich das eine äußere Gelbe zu dem anderen äußeren Gelben. Und auch das dritte Band hole ich hoch und gebe es auch drauf. Und habe jetzt alle meine Bänder auf einem Pin bzw. auf einem Zinken auf der Gabel. Gehe hinein, hebe sie ab. Und gebe jetzt diese drei Gummis, die ich noch hier habe, hinten auf meinen Haken. So. Da ist er. So, jetzt ist es auch fertig. Hier ist nochmal das zweite, das schwarze. Ich hoffe, die gefallen euch beide. Ich mag sie wirklich gerne. Ich finde die Struktur sehr schön. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr das Video mögt, lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht einen netten Kommentar, wenn ihr noch Vorschläge habt, was wir sonst noch mal machen könnten mit Do-It-Yourself und Loombändern. Und ja, lasst uns vielleicht ein Abonnement da. Wir freuen uns immer und bis zum nächsten Mal.